Dank für diesen wunderbaren Applaus, meine Damen und Herren. Und zum vierten Mal herzlich willkommen zur Traumhochzeit. Und diese Sendung strahlt so viel Wärme aus, dass Sie Ihre Heizung getrost ein paar Grad runterdrehen können. Und so leisten wir eigentlich einen romantischen Beitrag zum Energiesparprogramm. Wie dem auch sei, die herzerwärmenden Bilder unserer Traumpaare vom Antrag bis zum Ja-Wort möchten wir alle nicht mehr missen. Und darum ist hier gleich die erste Überraschungsaktion, die natürlich auch diesmal endet mit der Traumfrage: Willst du mich heiraten? Andrea ist 27 Jahre alt und kommt aus Hohenroda. Ganz in der Nähe wohnen auch die Wildecke Herzbuben. Und mit den beiden wollte Andrea ihrem Herzilein Rainer, der als Koch arbeitet, endlich beweisen, dass Liebe nicht nur durch den Magen, sondern auch durch die Küche geht. Rainer, Herzlein, du musst wirklich nicht traurig sein, denn bei mir geht die Liebe nicht nur durch den Magen. Du bist der Einzige, der mein Blut sogar zum Kochen bringt. Und deshalb liebe ich dich so sehr. Und frage dich, willst du mich heiraten? Wie weißt du was? Sag was, willst du mich heiraten? Ja. Und hier sehen Sie Andrea Hahn und Rainer. Rainer, als Andrea gefragt hat, willst du mich heiraten, hast du eigentlich nicht sofort geantwortet. Hast du gedacht, ja, ich will noch ein bisschen überlegen, oder warst du total platt? Was war es denn? Nee, das war in dem Moment alles zu viel für mich und ich wüsste gar nicht, was los ist. Und mir ist einfach die Sprache weggeblieben. Ja, also sie musste es zweimal fragen, hm? Ja. Aber dann hast du ja gesagt. Ja, dann habe ich gerne ja gesagt. Ja. Andrea, wieso diese zwei kleine Dickerchen als Geburtshelfer für eure Ehe? Also ich hatte mir für deinen Heiratsantrag für den Rainer überlegt, es muss was ganz, ganz, also eine ganz, ganz dicke Überraschung sein, aber die gleichzeitig herzig sein sollte. Und da habe ich gedacht, da kann ich nur die Dicken mit ihrem Herzlein nehmen. Ja, ganz toll. Und das Lied wirst du wohl nie vergessen. Hm? Ja, das wird mir sitzen bleiben. Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt, Rainer? Ja, das war, Andrea hat in der Kneipe gearbeitet, in den Semesterferien, 4 Wochen. Ja. Und wir haben uns gesehen. Nicht gleich beachtet, erst beim 2., 3. Mal, da hat es dann gefunkt. Und das ist jetzt, wie lange her? Das sind circa 3,5 Jahre. 3,5 Jahre. Und Rainer ist Koch, kannst du genauso gut kochen? Nein. Nein? Nein. Überhaupt nicht? Doch, ich koche bei uns, also die Eier koche ich und die Wäsche koche ich, aber das war's. Die Eier und die Wäsche. Dann würde ich ihn auch ganz schnell einladen. Also sieht er nämlich mit für das erste Spiel, Andrea? Und Rainer, komm bitte mit mir zum Monitor, dann spielen wir das Gesichterspiel. Und man sagt ja oft, man erkennt das Gesicht seiner Freundin aus Tausenden von Gesichtern. Aber bei diesem Spiel sind 4 manchmal schon zu viel. Aber wir zeigen erstmal ein schönes Foto von Andrea. Und dann kommen gleich für dich 4 Münder. Und nur ein Mund ist von Andrea. Und die Frage ist natürlich welche. Wenn du das richtig machst, hast du 10 Punkte verdient. Welcher Mund ist also von Andrea?
Schau gut hin, überleg gut, aber auch nicht zu lange. Die Nummer zwei. Die Nummer zwei, Mund Nummer zwei. Du zögerst ein bisschen, hm? Ja, das sieht man, das ist schlecht. Und dann die Nasen, auch alle ganz ähnlich. Aber welche Nase gehört Andrea? Sie schaut da gespannt zu. Ja, schwierig, hm? Müsste auch die zwei sein. Die Nummer zwei, Nase Nummer zwei, eine sehr gerade Nase. Ja. Und dann nur noch die Augen und dann ist Andreas Gesicht komplett. Welches Augenpaar gehört Andrea? Nummer drei. Augenpaar Nummer drei. Dankeschön, Rainer. Das war ganz schwierig, nicht? Ja, es ist nicht einfach. Okay, und Andrea, komm bitte rüber. Und? Ich glaube, die Augen, die kommen nicht so hin. Nein, die Augen sind anders. Wir drehen uns mal um und dann können wir das kontrollieren. Dann können wir das vergleichen mit dem echten Foto von dir. Ja, ich glaube, dass du recht hast mit den Augen. Aber wir fragen es den Computer. Es sieht also so ähnlich aus. Der Mund, war der Mund richtig, Computer? Jawohl, 10 Punkte. Klasse. Die Nase sieht auch ganz gut aus. War die richtig? Jawohl, 20 Punkte. Aber dann die Augen, das scheint am einfachsten, aber ist es wirklich nicht. Sind die Augen richtig? Haben auch ein wenig andere Farbe. Also 20 Punkte insgesamt, das erste Ergebnis bei der Traumhochzeit für Rainer und Andrea, meine Damen und Herren. Bis gleich. Ja, und wir, meine Damen und Herren, sehen uns nachher wieder. Manuela ist 19 Jahre alt und wohnt in Eschwege. Und dort arbeitet auch ihr Freund Matthias, 27, als Bäcker. Matthias wurde von seinem Chef mit dem Firmenwagen losgeschickt und von Manuela geradewegs in eine Polizeikontrolle gelockt. Normal frei bekommen oder frei bekommen? Halt normal frei. Montags hat er normal frei. Als Bäcker? Ja, weil er samstags arbeitet. Wo ist er jetzt ungefähr? Er kommt jetzt gleich auf die große Kreuzung und biegt dann nach links ab auf die Bundesstraße. Ja, nee, er ist ja jetzt noch größer. Also er wäre ungefähr bei 1,96, ist man schon hier. 1,90. Achtung, er kommt, er ist jetzt aus Eschwege raus. Er ist gleich da. Guten Tag, Verkehrs- und Alkoholkontrolle. Steigen Sie bitte mal aus. Machen mal die Türe zu. Jetzt mal bitte. So, kennen Sie das Verfahren? Nee. Also, Sie blasen jetzt in dieses Röhrchen hier rein, mit einem Zuge, dass sich der Beutel prall füllt. Ja? Kräftig reinblasen, ganz kräftig. So, danke. Aha. Guck mal hier. Ja? Na? Sich aber gefärbt. Schauen Sie mal hier. Das heißt, Sie haben gestern Abend ein Glas reingetrunken. Sind Sie mal da? Wie grün sich das gefärbt hat? Herr Anders. Kommen Sie mal mit uns. Lieber Matthias, leider blieb mir nichts anderes übrig, als dich verhaften zu lassen. Und weil ich dich so sehr liebe, frage ich dich jetzt und hier, vor den Augen des Gesetzes, willst du mich heiraten? Ja. Oh mein Gott. Und hier sind Matthias Anders und Manuela
Ja, es war fantastisch. Und du hast gesagt, wenn jetzt jemand mein Herz klopfen hören könnte, warst du so nervös? Ja, also eigentlich war ich gar nicht nervös. Nur wie ich dann die Funksprüche gehört habe und es war so eine halbe Stunde vorher, da habe ich gesagt, du überlebst es nicht. Das war das allerletzte Mal. Ja, du hast es überlebt. Ja, Gott sei Dank. Und was du für ein Gesicht gemacht hast, als der Polizist gesagt hat, Sie haben zu viel getrunken. Ja, man ist doch schon sehr überrascht. Ja, wie spät war es eigentlich? 14 Uhr war es, ja. Also mittags? Mittags, ja. Und du hattest vorher ein Glas Wein getrunken? Wurde von der Familie schon so arrangiert, dass ich auf jeden Fall ein Glas Wein vorher trinke. So, und normalerweise trinkst du nicht, oder? Nein. Wie die beiden einander kennengelernt haben, meine Damen und Herren, das wäre eine schöne Folge für die Schwarzwaldklinik, nicht? Erzähl doch mal. Ja, eigentlich kannten wir uns schon länger so als gute Freunde eben. Nur eines Tages baute der Matthias einen Autounfall und wir fuhren durch Zufall da lang, weil wir zu meinem Bruder ins Krankenhaus wollten. Und mein Vater machte also etwas, was er normal nie macht. Der fuhr hinterher. Ja. Und ich sah das Auto von Matthias und bekam auf einmal wahnsinnige Heulkrämpfe. Und da ist der Funken wohl übergesprungen. Und dann hat sie dich im Krankenhaus besucht, oder was? Ja, sie kam jeden Tag regelmäßig, kann man sagen, ja. Und wie lange hat es gedauert, bis es gefunkt hat? Drei Monate. Drei Monate? Ja. Und du bist jeden Tag zu ihm gegangen? Ja, ich habe nicht locker gelassen. Aber du bist erst 19 Jahre und du bist dir so ganz sicher, hm? Ja, doch. Ich glaube, ich kann keinen besseren kriegen. Du wirst dich überhaupt nicht mehr umschauen. Nein. Gut, dann spielen wir jetzt das erste Spiel. Sito nimmt dich mit, setzt dich auf dem Hocker. Und Matthias, du bleibst bitte bei mir. Dann spielen wir das Gesichterspiel. Ja. Ihr kennt einander schon seit 5 Jahren? 4,5. 4,5 Jahre, also du hast ja reichlich Zeit gehabt, dir Manuelas Gesicht einzubringen. Ja. Und jetzt zeigen wir ein Foto von Manuela. Das siehst du nicht, dann wird es zu leicht. Aber du siehst gleich 4 Münder und wenn du einen richtigen rauspickst, hast du 10 Punkte verdient. Ja. Und da kommen die Münder schon. 4 Stück. Ganz schwierig. Nummer. Schwierig. Ja. Nummer 1. Mund Nummer 1. Und dann die Nasen. Sie schüttelt den Kopf da. Nummer 2. Nase Nummer 2. Und dann noch die Augen. 4 Paar sehr schöne Augen. Schwierig. Nummer Sehr schwierig. Ich würde sagen Nummer 1. Nummer 1. Augenpaar Nummer 1. Dankeschön, Matthias. Ja. Und Manuela, komm bitte zu uns. Und ich hoffe, es klappt in Zukunft besser. Ich weiß nicht, wie schlimm es ist. Wir drehen uns um und dann schauen wir mal und vergleichen das mit dem echten Foto von dir. Na, das ist doch nicht so schlecht. Also ja, die Zähne sind schon ein bisschen anders. Aber wir fragen es jetzt den Computer. War der Mund richtig? Leider nicht. Aber sieht so ähnlich aus. Ich kann schon verstehen, dass du den gewählt hast. Und die Nase, war die Nase richtig? Jawohl, 10 Punkte für die Nase. Und dann nur noch die Augen, waren die Augen richtig? Jawohl, 20 Punkte. Also auch überhaupt nicht schlecht gemacht, Matthias. Ja. Und ihr könnt euch jetzt vorbereiten auf die Liebesduetten. Bis gleich, Matthias und Manuela. René sind 20 und 24 Jahre alt und kommen aus Köln. Und Renés größter Wunsch war es schon immer, einmal bei der RTL Plus Show, der Preis ist heiß, dabei zu sein. Aber Andrea erfüllte ihm nicht nur diesen Wunsch. Denn mein Kollege Harry Weinfurt hatte für René einen ganz besonders heißen Preis. Und hier ist sie wieder, die Show der fantastischen Preise. Bleiben Sie dabei, wenn es jetzt wieder heißt, der Preis ist heiß! Und Sie sind hier wieder richtig bei der Preis ist heiß. Walter, ich brauche einen neuen Mitspieler. Und das ist René Karsunke. René, Sie sind dabei. Hallo René, herzlich willkommen am Ratepuls und alle 4. Gut aufgepasst, hier kommt Ihr Preis. 1,
neuer Discman. Noch denkt René, er braucht nur Glück, um zu gewinnen. Aber Sie werden es schon ahnen, liebe Zuschauer. Egal welchen Tipp René jetzt gleich abgeben wird, er wird natürlich auf keinen Fall überbieten. Denn ausnahmsweise weiß Harry diesmal schon vorher, wer zu ihm auf die Bühne kommen wird. Und René, Sie dürfen gleich anfangen. Was glauben Sie, ist der von uns gesuchte Preis? 345. Sabrina, was glauben Sie, ist der von uns gesuchte Preis? 620. Und Magdalena? 250. Und was glauben Sie, Michael? 298. Und der von uns gesuchte Preis ist 348 Mark. Und das sind Sie, René. Kommen Sie zu mir. Hallo, René. René, sagen Sie uns bitte, wo Sie herkommen. Aus Köln. Sind Sie alleine gekommen? Nein, mit meinen Fans. Mit Ihren Fans? Wo sind denn die? Oh, die sitzen schon da? Prima. Sagen Sie mal, René, sind Sie verheiratet? Nein. Sie sagen so, nein. Haben Sie eine Freundin? Ja. Sind Sie eigentlich neugierig, was Sie gewinnen können? Ja, sicher. Kommen Sie doch einfach mal mit. Kommen Sie mal mit, wir gehen rüber zum Tor. Kommen Sie ruhig mit. Keine Hemmungen. Und jetzt, Walter, möchte ich von dir wissen, was kann René jetzt gewinnen? Eine nagelneue Braut! Tja, mein Schatz, ich bin heute Abend dein Hauptgewinn. Und wir sind jetzt schon 4,5 Jahre zusammen. Und ich liebe dich so sehr. Willst du mich heiraten? Ja. Und du hast ja so lieb Ja gesagt, René. Auch ein bisschen gerührt, hm? Und wie? Ja. Zum ersten Mal, dass du den Heiratsantrag gesehen hast. Und wie fandest du es? Hm? Einmalig. Also, ja. Es war eine Überraschung ohnegleichen. Was hast du denn eigentlich gedacht, als diese Tür sich eröffnete? Ja, ich habe sie im ersten Moment gar nicht erkannt, weil sie war so stark geschminkt und hatte so viel Tüll auf dem Kopf. Ja. Ich dachte, ich hätte ein Brautkleid gewonnen. Aber dann, naja, dann war es doch klar, dass es ein Heiratsantrag war, natürlich. Wie hast du ihn dazu gebracht, von Köln aus nach München zu fahren, ohne dich, Andrea? Ja, wir haben das über meine Schwester laufen lassen. Sie hat gesagt, sie hatte Karten besorgt, zu der Preis ist heiß. Ja. Und dann hat sie gesagt, komm doch mit und so, wir haben noch zwei Plätze. Und dann waren wir auch ganz begeistert. Aha. Und dann habe ich gesagt, nee, René, ich kann gar nicht, aber am Samstag Prüfungsvorbereitungskurs, das geht nicht. Wir haben schon alle gedacht, nee, der sagt jetzt auch, ich komme nicht mit. Ne? Aber er war so, ja, er wollte unbedingt mitfahren. Ja, und natürlich, es hat auch Spaß gemacht da. Mit allen Fans dabei. Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt, René? Das war in Köln, Weiberfastnacht, in einer Diskothek. Aha. Ich war mit einem Arbeitskollegen da. Und hat sie dir die Krawatte abgeschnitten? Nein, nein. Nein, das nicht. Und zufälligerweise war mein Arbeitskollege ihr früherer Ex-Freund. Ja. Und sie hatte am Anfang wohl nur Augen für ihn. Aha. Und im Laufe des Abends sind wir uns dann näher gekommen, ja. Ach klar. Und jetzt vielleicht heute Abend schon eine Hochzeit, Andrea? Ja. Du willst es wirklich? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann spielen wir das erste Spiel mit den beiden. Zito nimmt dich mit und René, du bleibst bitte bei mir. Zum dritten Mal das Gesichterspiel. Und du kennst Andrea natürlich bis ins Detail. Jede Kurvung, jede Runde. Wir schauen jetzt erstmal das Foto an, also wer nicht, denn dann wird es so einfach, aber die Zuschauer zu Hause können dann vielleicht mitmachen. Und dann sehen wir vier Münder und welcher Mund ist Andreas? Das ist jetzt die Frage. Nummer eins. Nummer eins, ganz schnell. Du bist dir ganz sicher, hm? Ja. Und dann die Nasen, vier kleine Näschen. Welches gehört Andrea? Nummer vier. Nase Nummer vier. Und dann nur noch die Augen. Es geht ja wahnsinnig schnell bei dir.
schwierig, hm? Ja. Ja? Die... Nummer... Drei. Nummer drei. Augenpaar Nummer drei. Dankeschön, René und Andrea. Komm bitte rauf. Oh, oh. Es sieht sehr nach Pinocchio aus. Nach Pinocchio? Das will ich auch mal sehen. Und schauen wir mal, wir vergleichen. Ist das also die Frau, die du heiraten wirst, René? Bestimmt nicht, nein. Nein, die andere ist viel schöner doch. Ja. Naja, ich glaube, dass der Mund schon richtig ist, oder? Wir fragen es den Computer jetzt. War der Mund richtig? Ja! Und dann die Nase, sie hat gesagt Pinocchio, das sehe ich nicht, aber wir fragen jetzt den Computer, war die Nase richtig? Leider, aber ein bisschen länger. Ja. Und die Augen, waren die Augen richtig? Auch nicht. Ach, das tut mir leid, aber Liebe macht blind, das wissen wir alle. Und er ist natürlich auch noch ganz nervös und erkennt man die eigene Mutter auch nicht, also es ist wirklich kein Problem. Es hat noch nichts zu sagen, wir machen jetzt das Liebesduettenspiel und wir sehen uns gleich, okay? Ja. René und Andrea, meine Damen und Herren. Und ja, ich weiß nicht, ob Sie mitgezählt haben. Also hier kommt der Zwischenstand. 10 Punkte für Andrea und René und Matthias und Manuela und Andrea und Rainer haben alle 20 Punkte verdient. Ja. Jeder Mensch kann sich wunderbar verlieben, aber nicht jeder verliebte Mensch kann wunderbar singen. Aber das macht nichts, weil es nur um die romantische Ausstrahlung geht bei den Liebesduetten, die unsere Traumpaare gleich singen werden. Was die Wildecker Herzbuben in Rainers Küche konnten, können Andrea und Rainer hier im Studio schon heute Abend noch zum Standesamt, wer weiß. Er gibt gerne Gas, aber sie hält Maß. Und das ist vielleicht der Schlüssel zum Glück bei Matthias und Manuela. Und ihr Liebesduett heißt Lucky Lips. Ich bin wild auf deine Torten, doch noch viel mehr lieb ich dich.
Das war ja auch nicht nötig, denn du kamst mir ja zuvor. Mit Polizeischutz führtest du mir deine Liebe vor. Unser Leben, unsere Liebe sind so süß wie Marzipan. Und weil wir gerne naschen, haben wir auch einen Plan. Ab heute wird unsere Wohnung ein Zuhause für uns zwei. Und unsere Couch der Ofen von der Liebesbäckerei. Mein Gott, dacht ich, die Brötchen, doch als ich dich sah, fiel mir ein. Man sagt doch nicht umsonst, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Unser Leben, unsere Liebe sind so süß wie Marzipan. Wir sind uns ganz sicher, sowas hält ein Leben lang. Was anfing wie ein Drama, ist nun Lustspiel für uns zwei. Drum danken wir dem Alkoholtest und der Polizei. Ja, auch in der Liebe ist die Polizei dein Freund und Helfer. Und ich habe eigentlich dummerweise immer gedacht, Leute aus Köln kennen nur kölsche Gefühle. Aber Andrea und René haben nebenbei auch noch dieses Bacardi-Feeling. Ich war bei der Preis ist heiß und gewann den Superpreis. Nun hast du mich angeschaut, lieber bis das Preis mich auf. Haben wir auch heute Glück, kehren wir getraut zurück. Was kann schöner sein als Preis, du und ich mit drin. Darüber singen macht uns sehr viel Spaß. Darüber singen, wer hat so viel Glück gehabt wie wir. Ich nicht so gut, beim Tanzen hab ich viel mehr Mut. In der Disco trafst du mich und ließ mich nimmer mehr im Stich. Von da an liebten wir uns heiß, was seit heute jeder weiß. Ob es mit der Trauung klappt, werden wir noch sehen. Darüber singen macht uns sehr viel Spaß. Darüber singen, so viel Glück gehabt wie wir. Was ich später will von dir, passt nicht in die Sendung hier. Du willst wie fast jeder Mann ein Kinderzimmer leben an. Nee, was hier und heute zählt, ist, dass man uns erst vermehrt. Denn wir lieben uns so sehr und wollen nicht mehr warten. Darüber singen macht uns sehr viel Spaß. Darüber singen, wer hat so viel Glück gehabt wie wir? Wer hat so viel Glück gehabt wie wir? Wissen. Rainer, ich kann dir ansehen, dass du denkst, ich bin ja froh, dass ich das hinter mir habe. Ja, das war sehr, sehr anstrengend. Ja, aber es hat doch Spaß gemacht, das mal so zu machen. Ja, doch. Ja, vor einem großen Publikum, ganz begeistert auch von eurem Auftritt. Und Matthias, wie ging es bei euch? Man ist sehr nervös vorher, ja. Aber wenn man dabei ist, dann geht's dann. Ja, und das Publikum war so begeisternd. Hm? Und Andrea, du hast ja eine tolle Stimme, wusstest du das? Ja,
Es geht so. Nein, du klingst ein bisschen wie, wie Nena mit dem Luftballon. Genau so. Aber gut, jetzt kommt also dieser Moment, das ich wirklich nie toll finde. Man weiß, nach den romantischen Liebesduetten kommt der graue Alltag. Das Punktezählen auf uns zu. Ein Paar wird uns verlassen müssen. Und ich wüsste wirklich nicht, welches. Aber die Jury wird es wohl wissen. Und ich bitte Sie jetzt, uns alle zu erlösen. Liebe Jurymitglieder, haben Sie bitte Ihre Stimmkästchen mit den drei Knöpfen bereit. Und wenn Sie, Andrea und Rainer hier, Ihre Stimme geben, dann drücken Sie bitte nachher Knopf A. Für Manuela und Matthias und Lucky Lips Knopf B. Und für Andrea und René und Bacardi Feeling Knopf C. Welches Paar hatte für Sie die größte romantische Ausstrahlung? Bitte drücken Sie jetzt den entsprechenden Knopf und wir stehen hier Arm in Arm. Und wer auch immer ausscheiden muss, es war wirklich schön mit euch. Traumhochzeit! Da läuten die Nummer 20-20-10. Das war der Stand nach dem ersten Spiel. Und jetzt 22 für Andrea und Rainer. Und schau mal! Matthias und Manuela und Andrea und René. Und das heißt, dass Andrea und René und Matthias und Manuela sich vorbereiten können auf die nächste Runde. Gratuliere! Ja. Es tut mir leid. Ich kann es leider nicht ändern. So sind die Spielregeln. Es hätte auch anders kommen können. Ja. Aber jetzt könnt ihr auf der Tribüne ganz relaxed noch zugucken, was die anderen noch alles durchmachen müssen. Ja. Und geheiratet wird natürlich sowieso. Ja, das wird. Wann denn, Andrea? Am 29. Februar. Ach, es ist Schaltjahr, ein Schaltjahr heute. Ja. Dieses Jahr, meine ich, 1992. Ja, das stimmt. Also das heißt, dann könnt ihr ja nie 25 Jahre verheiratet sein, hm? Ja doch, wenn wir 100 Jahre verheiratet sind, können wir... Dann ist man 25 Jahre verheiratet, ach so. Aber dann braucht ihr für diesen 29. Februar natürlich ganz schöne Kleidung und Ringen. Und alles haben wir für euch im Hochzeitspavillon. Komm doch mit. Schön. Ja. Eure Ringe da, eure goldene Trauringe und eine herrliche frische Hochzeitstorte zum Hochzeitstermin. Und du hast ja wirklich ein zauberhaftes Kleid ausgesucht, Andrea. Und gefällt's dir, Rainer? Ganz toll. Ach, diese Perlen, wunderschön. Ein Satinkleid für dich und einen schwarzen Anzug für dich, Rainer. Ach, wenn er sowas trägt, dann soll es ihn gut fast werden. Ja. Und wir haben natürlich noch einen extra Trostpreis für die beiden. Und was das ist, das sehen wir jetzt. Als romantisches Trostpflaster verbringen Sie 4 Tage im herrlichen Chiemgau in Bad Aibling. Traumhochzeit hat im Hotel St. Georg ein komfortables Doppelzimmer mit Halbpension reserviert. Entspannen Sie im hauseigenen Hallenbad und genießen Sie das abwechslungsreiche Freizeitangebot. Na, da kann man es aushalten, nicht? Und noch ein sehr schönes Brautbouquet für dich, Andrea, mit roten Röschen. Vielen, vielen Dank, dass wir wahnsinnig viel Glück am 29. Februar. Wir verabschieden uns von diesen sehr, sehr sportiven Verlierer, Andrea und Rainer, meine Damen und Herren. Tschüss. Ach, wie schade. Und liebe Zuschauer, schön, dass Sie bei uns bleiben, denn beim nächsten Spiel sehen Sie gleich alles doppelt. Ja, für die rührendsten und die witzigsten Momente bei einer Hochzeit sorgen immer wieder die Brautkinder. Denn so nennt man die süßen Fratze, die wie Engelchen aussehen, bis sie sich irgendwann gegenseitig die Schlagsahne in die Haare schmieren. Um euch schon mal ein bisschen einzustimmen auf das große Ereignis, spielen wir ein Memory-Spiel und dabei geht es um diese 8 süße Minibare. Ah.
Ist das nicht süß? Also wäre es was für euch, Zwillinge? Veranlagung dazu habe ich schon, da. Ja. Es ist in der Familie also? Ja, ja, auf beiden Seiten. Ah, ihr habt also eine Riesenchance. Ja. Ja, ja. Sehr gute. Pass mal auf, ja. Und habt ihr schon darüber nachgedacht, ob ihr Kinder wollt oder ja. nicht? Und wie viele? Zwei Stück. Zwei Stück. Ja. Klingt gut. Aber jetzt das Memory-Spiel. Jedes Kind hat sich jetzt hinter einem Vorhang versteckt, wie wir jetzt hören können. Ja. Und eure Aufgabe lautet, bringt die Zwillinge so schnell wie möglich zusammen. Und wer dran ist, darf zwei Vorhängen eröffnen. Und sind es Zwillinge, dann habt ihr 20 Punkte verdient und dürft ihr auch weitermachen. Wenn es keine Zwillinge sind, sind die anderen dran. Es ist also ganz einfach eigentlich. Ihr braucht nur viel Konzentration, ein gutes Gedächtnis auch. Und wir fangen jetzt an mit dem zurückliegenden Paar. Und das ist in diesem Fall Matthias und Manuela. Also, ihr seid jetzt dran. Toi, toi, toi. Okay. Welcher Vorhang dürfen wir für dich öffnen? Nummer 1. Die Nummer 1, warum auch nicht? Nummer 1. Ah, hallo. Es sind übrigens holländische Zwillinge, also ab und zu muss ich ein bisschen holländisch reden, sonst verstehen sie mich nicht, ja? Und welcher Vorhang noch mehr? 11. Nummer 11. Die Nummer 11, bitte. Ist das Ihre Schwester? Nein! Leider nicht. Dankeschön. Dankjewel. Und jetzt sind René und Andrea dran. Die Nummer 3. Die Nummer 3. Hallo. Und du siehst schön aus. Und die Nummer 7. Und die Nummer 7. Schwitze nicht vor, sagen die im Publikum. Jetzt sind wieder Matthias und Manuela dran, aber erst schließen wir die Vorhänge wieder. Die geben wir dazu. Bitte die Nummer 3 auch. Und dann fragen wir Matthias und Manuela, habt ihr gut aufgepasst? Ja. Die Nummer 1 nochmal. Die Nummer 1 nochmal. Und die Nummer 7. Und die Nummer 7. Jawohl. 20 Punkte für Manuela und Matthias. Dankeschön. Und ihr dürft weitermachen. Die Nummer 16. Nummer 16. Ja. Und die Nummer 10. Und die Nummer 10. Ist das sein Bruder? Nein. Dankeschön, nicht richtig. Nummer 10, Nummer 16. Dann seid ihr wieder dran, Andrea und René. Die Nummer 2. Die Nummer 2. Ah, hallo. Hallo. Zwei ist, zwei? Gut so. Und? Die Nummer 12. Und die Nummer 12. Ist das sein Bruder? Das wäre reine Glücksache. Ja. Der hat sich einfach gesetzt. Der war schon müde. Tschüss. Tschüss. Gordijntje ist dicht. Und Matthias und Manuela. Die Nummer 14. Nummer 14. Die Nummer 14. Das ist Zito. Und ich habe gerade gehört, das ganz kleine blonde, der ganz kleine blonde Junge hat sich ein bisschen unwohl gefühlt. Da hat ein bisschen Angst. Also Sito sitzt da im Stand, dieser kleine blonde Junge. Oh, welcher blonde Junge? Der ganz kleine mit den roten Hosen. Mit den roten Hosen. Ja? War aber noch nicht, ne? War noch nicht. Nein. Nummer 8. Nummer 8. Nein. Also leider hat es nicht geklappt. Die können wir zu. Und Andrea und René jetzt. Die 10. Die Nummer 10. Ja. Und die Nummer 8. Und die Nummer 8. Und das ist richtig. Jawohl. 20 Punkte für Andrea und René. Und ihr dürft weitermachen. Die Nummer 15. Nummer 15. Ach, wie hübsch. Eine Prinzessin da. Mit? Und die Nummer 5. Nummer 5? Nein, aber der kommt bekannt vor, nicht? Ja. Manuela und Matthias, bitte nicht vorsagen. Ja? Sag du zuerst. Ja?
Die Nummer 5. Die ja. Nummer 5 wieder. Nummer 5 bitte. Die Nummer 16. Und die Nummer 16. Und das ist richtig. Ja. 20 Punkte für euch. Und ihr dürft weitermachen, Manuela. Die Nummer 13. Die Nummer 13. Ah, hallo. Die Nummer 2. Und die Nummer 2. Ja! Die würde ich als so mit nach Hause nehmen. Die sind ja so süß. 20 Punkte wieder für Manuela und Matthias. Und ihr dürft weitermachen. Die Nummer 9. Die Nummer 9. Oh, da hat sich gerade umgedreht. Und die Nummer 12. Und die Nummer 12. Und die Nummer 12. Ist das richtig? Ja! Das sind ja richtige Zwillinge, die machen alles das Gleiche. Also wieder 20 Punkte für Manuela und Matthias. Gut. Und mach jetzt weiter und mach keinen Fehler mehr. Hm? Die Nummer 3. Die Nummer 3. Die Nummer 3. Ja. Die Kleine, wo war die hier unten? Komm, es sitzt, Liebfritz. Welche? Und jetzt ist es wichtig. 15. Nummer 15. Nein. Nein, leider. Also das heißt, dass René und Andrea, wenn ihr gut aufgepasst habt, jetzt das Spiel beenden können. Die Nummer 6. Nummer 6. Und? Und die Nummer 3. Und die Nummer 3. Ja, das ist richtig. 20 Punkte. Klasse. Und dann? Die Nummer 4. Die Nummer 4. Und die Nummer 15. 15. Und die Nummer 15. 20 Punkte für euch. Und dann sind die letzten 20 natürlich auch für euch. Das muss dann auch so der Sito sein. Nummer 14 mit Nummer 11. Ja! Fantastisch gemacht und jetzt bin ich ganz gespannt, wie viele Punkte ihr ergattert habt in diesem Spiel und das sehen wir jetzt auf der Hochzeitstortentafel. Darf ich das jetzt bitte sehen? Ja, 51-57 war der Stand nach den Liebesduetten und wie viele Punkte kommen jetzt? 80-80, beide gleich. Ah, das wird ja spannend. Und das heißt, für den Totalstand 131 für Matthias und Manuela und Andrea und René führen mit 137 Punkten. Ganz knapp. Bei uns bilden ein Mann und eine Frau ein Ehepaar. Aber es gibt auch in dieser modernen Zeit Männer, die am liebsten einen Harem voller Damen hätten. Obwohl sie es nie zugeben würden natürlich. Eine, um ihnen den Rücken zu waschen, eine für die Nacht, eine für die Kinder, eine für die Küche. Aber Männer, die davon träumen, muss ich warnen. Es kostet nämlich wahnsinnig viel Geld, es macht unheimlich dick und irgendwann kommt der Tag, an dem sie sich gegen euch wenden und dann gibt es nichts mehr zu lachen. Mein Gast in unserem Harem ist Gerard Joling, den Sie vielleicht noch kennen von seinem Hit No More Boleros.
open your angel's arms to the stranger in der Torte, wäre das was für euch, ein Harem, René? Ein Harem? Nein. Nein? Ich bin so zufrieden. Ja, und Matthias? Ich bin glücklich mit meiner Manuela, das ja, reicht mir. Ja, das ist natürlich am besten, das jetzt zu sagen. Ja. Aber ihr habt recht. Mit einem Mann habe ich auch schon alle Hände vorzutun. Aber haben Spaß beiseite. Wir spielen jetzt das Hochzeitstortenspiel und vorsichtshalber erkläre ich die Spielregeln nochmal. Ich stelle nachher eine Frage, die wir vielen Deutschen gestellt haben. Und die 10 am meisten genannten Antworten sind im Computer gespeichert. Das Paar, bei dem die Lampe brennt, darf sagen, wie viel von diesen 10 Antworten es glaubt zu wissen. Das andere Paar darf überbieten oder passen. Gelingt es, den Einsatz zu schaffen, dann leuchten ebenso viele Lämpchen auf. Und gelingt es nicht, dann leuchten sie bei den Nachbarn auf. Und jetzt wird gespielt, aber Manuela und Matthias haben einen kleinen Rückstand vor Andrea und René, die hatten 137, Manuela und Matthias 131. Das ist also ein Punktenvorsprung von 6 Punkte für Andrea und René. Das wird durch 10 geteilt, ergibt 0,6. Das wird aufgerundet, ganz kompliziert, aber ihr habt ein Lämpchen Vorsprung auf Manuela und Matthias. Aber das bedeutet gleichzeitig, dass wir anfangen mit Manuela und Matthias. Die erste Frage, Manuela, für was alles sparen junge Paare? Für was alles sparen junge Paare? Das ist ja nicht so schwierig, doch? Fünf. Fünf. Wagemutig? Fünf. Aber was machen jetzt Andrea und René? Sagen die, wir wissen 6? Oder habt ihr ein bisschen Bammel hier? Nee, wir überbieten nicht. Ihr überbietet nicht. Okay, dann bleibt die Frage bei Manuela und Matthias. 5 ist euer Einsatz. Ihr könnt es schaffen. Die Zeit läuft jetzt. Für ein Auto? Auto, ja. Hochzeitsreise? Wie bitte? Eine Hochzeitsreise? Reise. Nein. Eine Reise? Urlaub, ja. Eine Stereoanlage? Ja, Stereoanlage, noch 2. Eine neue Wohnzimmereinrichtung? Ja, Couchgarnitur, ja. Passe. Noch für Kleider? Nein, noch eine. Ihr habt noch 20 Sekunden. Noch eine Antwort fehlt. Ringe.
Hochzeitsringe? Nein. Schmuck? Nein. Für die Kinder? Kinder? Ja, richtig! Oh, Manuela! Klasse! Super! Gerade im letzten Moment noch. Ihr habt 5 Lämpchen verdient und das heißt also, dass Manuela und Matthias jetzt führen mit 5 Lämpchen. Aber die nächste Frage ist für Andrea und René. Schwierig, aber ihr weißt, wenn die andere überbieten, geht die Frage an Manuela und Matthias. Also das macht keinen Unterschied, ja? Wie viele Wörter kennen Sie, die mit Braut anfangen? Es gibt natürlich hunderte von Wörtern, die mit Braut anfangen, aber welche 10 haben wir in den Computer gegeben? Braut, 5. 5? Ja. Du bist dir sicher? 5? Okay. Und was machen Manuela und Matthias? Wir überbieten nicht. Wir passen. Ihr überbietet nicht. Nein. Auch ganz sicher? Ganz sicher. Okay, dann ist die Frage jetzt für Andrea und René. Und wenn das klappt, wird es wirklich spannend, 6 gegen 5. Ich hoffe es. 45 Sekunden. Wie viele Wörter kennen Sie, die mit Braut anfangen? Die Zeit läuft jetzt. Brautstrauß. Richtig. Brautkleid. Brautkleid, ja. Brauteltern. Ja. Brautpaar. Ja. Noch Rasse. Eine. Brautstrauß hatten wir schon. Ja. Ruhig, ihr Passe. Habt sie. Brautschuhe. Nein. Brautbouquet. Haben wir schon, Brautstrauß. Brautgesellschaft. Nein. Noch eine Antwort fehlt. Brautschleier. Ja, Brautschleier, ja! Und das war überhaupt nicht leicht. Ihr habt jetzt 6 Lämpchen. Und das heißt, dass Andrea und René jetzt wieder führen. Aber die nächste Frage ist für Manuela und Matthias. Was alles liegt bei einem jungen, verliebten Paar neben dem Bett rum? 5. Ihr sagt 5. Und was sagen Andrea und René? Bietet ihr 6 oder passt ihr? Nein, wir passen. Ihr passt, dann ist die Frage für Manuela und Matthias, was alles liegt bei einem jungen, verliebten Paar neben dem Bett rum? Die Zeit läuft jetzt. Champagner. Sektflasche, ja. Kerzen. Nein. Sektgläser. Nein. Stereoanlage. Heiß. Romantische Musik. Ja, Schauplatte, CD, ja, richtig. Kondome. Nein. Oh. Pille. Die Pille. Handtücher. Handtücher, nein. Man ist verliebt. Was liegt neben Blumen. Dem Bett? Blumen. Blumen, ja. Nein. Man bleibt den ganzen Tag im Bett. Was macht man? Essen. Trinken. Kleidung. Was für Kleidung? Dessous. Was für Kleidung? Unterwäsche. Unterwäsche, ja. Oh. Ihr hättet noch sagen können, Zeitungen, Bücher, Zigarettenschachtel, Unterwäsche hast du gesagt, Schuhe, Hose. Aber leider, es hat nicht geklappt. Euer Einsatz von 5 Lämpchen geht an Andrea und René und die haben jetzt 11 Lämpchen. Aber das hat noch nichts zu sagen. Alles kann sich noch ändern in diesem Spiel. Die nächste Frage ist für Andrea und René, es sei denn, dass die anderen überbieten natürlich. Welche Hausarbeiten machen Männer ganz besonders ungern? Wie viele von den 10 Antworten glaubt ihr zu wissen? Welche Hausarbeiten? Überleg schon mal, Manuela und Matthias, was ihr jetzt macht. 5. Ihr sagt 5. Und was machen Manuela und Matthias? Sagen die, das ist eine leichte Frage, wir machen 6 oder? 6. Ihr macht 6. Ja? Okay. Also du weißt ja, was du nicht gern machst. Wenn das klappt, ist es 11 Lämpchen gegen 11. Aber wenn es nicht klappt, haben Andrea und René schon 17. Also 6 für Manuela und Matthias. Welche Hausarbeiten machen Männer ganz besonders ungern? Die Zeit läuft jetzt. Kinder wickeln. Nein. Abwaschen. Ja. Geschirr spülen. Abtrocknen. Nein. Fenster putzen. Ja, Fenster putzen. Staub putzen. Staub, ja. Wäsche aufhängen. Wäsche waschen? Ja, Wäsche waschen. Den Boden wischen? Ja, Boden wischen. Aufräumen? Nein. Noch bügeln? Wie bitte? Bügeln. Bügeln, ja! Yeah!
Manuela und Matthias und L für Andrea und René. Und die nächste Frage ist für Manuela und Matthias, denn die hatten gerade überbogen. Welche Augenblicke einer Hochzeit sollten unbedingt auf einem Foto festgehalten werden? Überleg drei. Auch gut, Andrea und René, drei. Und Andrea und René macht ihr vier. Vier. Ihr überbietet also vier für Andrea und René. Die Frage ist für euch. Welche Augenblicke einer Hochzeit sollten unbedingt auf einem Foto festgehalten werden? Schwierig, die Zeit läuft jetzt. Wo man sich die Ringe ansteckt. Ansteckende Ringe, der ja. Kuss. Kuss auch. Die Hochzeitsgesellschaft. Ja, Hochzeitsgesellschaft. Die Brauteltern. Nein. Wie der Vater die Braut zum Altar führt. Nein. Das Ja-Wort. Das Ja-Wort, ja! Das war leichter, als ich gedacht hatte. Es kam wie aus der Pistole geschossen. Ihr hattet sogar noch Zeit und vier Lämpchen für Andrea und René. Und die führen jetzt mit 15 Lämpchen. Nächste Frage für euch, Andrea und René. An welchen Freizeitsbeschäftigungen der Männer nehmen die meisten Frauen nicht teil? An welchen Freizeitsbeschäftigungen der Männer nehmen die meisten Frauen nicht teil? Was ist euer Einsatz? Ja? Fünf. Fünf. Oh la la, das heißt, wenn das gelingt, habt ihr gewonnen. Und was machen Manuela und Matthias? Das ist jetzt nicht. Ihr passt? Ja. Du bist dir ganz sicher, Matthias? Ja. Ja, sechs ist vielleicht auch ganz schwierig. Also dann könnt ihr nichts mehr machen, als nur hoffen, dass es da an der anderen Seite schief geht. Ja, aber wenn nicht. Und jetzt Andrea und René. Vielleicht die letzte Frage. Vielleicht gewinnt ihr jetzt schon. Ich wiederhole nochmal. An welchen Freizeitsbeschäftigungen der Männer nehmen die meisten Frauen nicht teil? Bitte Ruhe im Saal. Die haben fünf gesagt. Und die Zeit läuft jetzt. Fußball spielen oder Fußball gucken. Richtig. Skatabende. Skatabend, Kegelabend. Ja. Wie bitte? Kegelabend. Nein. Kegeltouren. Sauftouren. Nein. Auto reparieren. Ja, Auto reparieren. Ich passe. Mit dem Computer arbeiten. Computerspiele, noch ich eine. Passe. Computer. Eine Antwort fällt. Was basteln? Basteln, ja! Können es eigentlich noch kaum fassen. Wir lassen sie erstmal zu sich kommen, denn das Allerschönste, das kommt ja natürlich noch. Aber die Vizemeister können sich auch nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Es muss noch gegolft werden und zwar um einen sehr tollen Preis. Aber auf dem Weg zum Golfspiel kommen wir wie immer am Hochzeitspavillon vorbei und da schauen wir mal rein. Und hier sieht es doch auch nach heiraten aus, oder? Es war ja so spannend auf der Torte, Kopf an Kopf. Ja. Aber dann haben René und Andrea trotzdem gewonnen. Aber jetzt schauen wir erstmal, was ihr ja sowieso gewonnen habt. Das sind eure ganz schönen Trauringe und natürlich für euch eine leckere Hochzeitstorte. Und wann wird eigentlich geheiratet? Schon am 13. Februar standesamtlich und am 15. kirchlich. Das ist also innerhalb von zwei Wochen schon. Ja. Und dann werdet ihr so schön aussehen. Ja. Was für ein Kleid. Findest du das schön, Matthias? Ja. Ja? Ach, wirklich super mit der Schleife da. Klasse. Wirklich ganz schön. Aber jetzt wollen wir mal ein bisschen Golf spielen. Ja? Ja. Nur so aus Jux und Dollerei und wenn na dann ja, vielleicht ein Geländewagen abfällt. Ach na ja, warum nicht? Aber schauen wir uns erstmal das schöne Auto an. Unser Traumpaar kann sich in Zukunft in diesem Daihatsu Ferosa auf den gemeinsamen Weg machen. Und wir sind uns sicher, dass die beiden damit jedes Hindernis meistern werden. Thank you.
Hochzeitsreise schon. Ja, und wir haben es alle miterlebt, meine Damen und Herren. Bei diesem Go-Spiel kann alles passieren. Vorige Woche beim ersten Schlag schon drin und vor 2 Wochen 4-mal voll daneben. Es ist schwierig, es ist reine Glückssache, aber ich habe das Gefühl, du machst es mit links, Matthias. Ich will es hoffen, ja. Und am Ende ist der Unterschied, ja, ein Gaspedal oder 4 Pedale. Also ja. Ein Auto oder ein Traumhochzeitstandem. Mhm. Aber jetzt gebe ich dir ja. Den Schläger, nicht den Schlager, ich habe vorher Schlager gesagt, es ist Schläger. Hier ist der Schläger für dich und da ist der Golfball. Willst du ihn noch küssen oder noch was sagen? Oder? Toi, toi, toi. Also jetzt Ruhe im Saal. Bernhard Langer hier muss sich konzentrieren. Das war knapp. Aber war schon ganz Aber gut. Einmal ist kein Mal. Jetzt der zweite Ball. Vielleicht ein wenig langsamer. Nicht zu viel. Das ist vielleicht spannend. Willst du ein wenig ruhen? Es ist entspannend. Ist ganz, sag mal, ich kann es. Ich kann es, ja. Natürlich. Willst du schauen oder nicht? Ich weiß gar nichts mehr. Oh, oh la 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 la. Naja, dann der vierte. Habe ich auch mal gesehen. In der ersten Show, beim vierten Schlag erst, also es kann. Mach's gut. Nur Mut. Das tut mir so leid. Wie schade. Das tut mir wirklich auch richtig leid. Der Ball hat wahrscheinlich gedacht, ich bin unschuldig, ich lass mich nicht einlochen. Ja. Und jetzt stehen wir hier ohne Auto, das Auto bleibt hier. Aber ihr habt einen wunderschönen Heiratsantrag auf Film. Ihr habt doch hoffentlich einen schönen Tag gehabt bei uns. Ja, sehr schön. Ja, die ganze Verwandtschaft war dabei und die kommen bestimmt auch wieder in 2 Wochen. Und wir haben noch ein sehr schönes Traumhochzeitstandem für euch mit Johannes und Zito hier. Es ist viel gesünder. Es tut mir so leid. Also, Blumen für Manuela. Herzlichen Dank. Na, ihr könnt es versuchen, aber das ist ganz schwierig. Wir wünschen uns jetzt und viel Glück am 14. Februar, 15. Februar. Und vielen Dank, Matthias und Manuela, meine Damen und Herren. Hallo, René. Ach, das sieht wirklich ganz schick aus in diesem, wie heißt das, Aubergine? Spencer heißt ja. Es. Hm? Ganz schön. Und ein Brautbukett für deine Andrea mit Rose, Rosen. Das sind ihre Lieblingsblumen? Ja. Ja? Bist du gespannt, wie deine Braut aussieht? Ja. Wie denkst du, dass sie aussieht? Was für ein Kleid hat sie sich ausgesucht, denkst du? Auf jeden Fall ganz in Weiß. Ja. Dann eine Schärpe ja. Hinten dran. Ja. Eine Schleife. Das andere mal sehen. Das denkst du nur, hm? Ja. Sie hat dir nichts verraten? Nein. Nein. Nein, überhaupt nichts? Also, ich bin sicher, dass sie auch finde, dass du wahnsinnig aussiehst. Aber jetzt spannen wir dich nicht länger auf die Folter. Hier kommt deine Traumbraut.
siehst wahnsinnig aus. Super. Du siehst so strahlend aus. Kannst du dich bitte hier stellen, damit wir alle sehen können, wie schön du aussiehst? Kannst du vielleicht ein wenig rumdrehen, denn die Rückseite ist auch so wahnsinnig schön. Schau mal, meine Damen und Herren. Oh la la, was für ein Kleid. Klasse. Schön, nicht? Super. Und jetzt sehe ich überall Tränen und ich bin auch zu Namenwasser gebaut. Aber gut, ich habe noch eure Ringe hier, eure Trauringe, ganz schöne Trauringe. Und die braucht ihr natürlich im Rathaus. Also die sollst du ganz gut aufbewahren, René. Und wir haben Dankeschön. Natürlich auch für euch ein sehr schönes Traumhochzeitsgeschenk. Kannst du noch ein bisschen Nervenkitzel ertragen? Noch ein bisschen. Okay, komm dann bitte mit mir. Dann kann ich zeichnen, was wir für euch haben, da hinter den Vorhängen. Ach, du bist ja so schön. Tausenden von kleinen Perlen in diesem Kleid. Wirklich ganz, ganz schön. Aber jetzt lüften wir das Geheimnis, meine Damen und Herren. Bitte schön, euer Traumhochzeitsgeschenk. Ein komplettes Audio- und Videocenter von Grundig. Ach, ihr seid im Fernsehen da. Und hier ein toller Videorekorder mit Archivsystem und natürlich eine tolle Musikanlage. Bei der Preis ist heiß, macht man das dann so, ja? Auch für euch. Und natürlich haben wir auch für die beiden eine echte Traumhochzeitsrolle. Den Aprilia Amico mit Katalysator. So ein romantisches Geschenk auch. Ist es nicht toll? Dankeschön, Sito. Super. Aber jetzt ist es höchste Zeit, dass wir ins Rathaus gehen. Das ist doch das Schönste, nicht? Ja. Geht's noch? Noch, ja. Ja. Und dann gebt ihr euch gleich das Ja-Wort und den ersten standesamtlichen Kuss. Und das wollen wir alle sehen. Komm bitte mit. Bitte nehmen Sie Platz. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie alle herzlich hier im Standesamt willkommen. Ganz besonders begrüße ich auch die Eltern von Andrea, die Eltern von René und natürlich alle Hochzeitsgäste. Auch heute hat es wieder Spaß gemacht, den Kandidaten bei den romantischen Liebesduetten und den spannenden Spielen zuzuschauen. Es ist schön, jetzt in die strahlenden Augen der Gewinner zu blicken, die sich ihren Sieg ja redlich verdient haben. Liebe Andrea, lieber René, seit Wochen oder sogar Monaten bereiten Sie beide sich auf den heutigen Tag vor. Der eine zunächst heimlich, der andere total überrascht, aber umso glücklicher. Ich glaube, spannender und aufregender erlebt diese Zeit kaum ein anderes Brautpaar. Und Sie, liebe Andrea und lieber René, haben heute den schönsten Preis gewonnen, den man sich wünschen kann. Sie haben einander für ihr Leben lang. Ich darf Sie nun bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben und sich die rechte Hand zu reichen. Ich frage Sie, liebe Andrea, ist es Ihr freier Entschluss, die Ehe einzugehen, mit René Kasunke? Ja. Lieber René, ist es auch Ihr freier Wille, die Ehe zu schließen mit Andrea Melchior? Ja.
Mit diesem Bekenntnis, das Sie beide soeben abgegeben haben, sind Sie fortan Mann und Frau. Stecken Sie sich nun Ihre Ringe an als äußeres Zeichen Ihrer festen Bindung. Ich bin froh, Ihnen, dem frisch gebackenen Paar, als erster gratulieren zu dürfen. Liebe Andrea, lieber René, ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute für Ihre gemeinsame Zukunft. Mögen Sie ein Leben lang so glücklich sein wie am heutigen Tag. Meinen herzlichen Glückwunsch auch an die Brauteltern. Bräutigam, der genauso gerührt ist wie seine Braut. Und jetzt kann ich mir so gut vorstellen, dass du deine Mutter küssen willst und deinem Vater um den Hals fallen willst. Aber ich möchte auch noch so gerne erzählen, wohin die Hochzeitsreise geht. Also hier ist eine Vorschau auf eure Flitterwochen. Traumhochzeit entführt unser Brautpaar nach Hongkong. Im Hotel Omni Marco Polo ist bereits die Honeymoon-Suite für Sie reserviert. Doch bestimmt haben Sie in diesen 10 Tagen auch mal Zeit für eine Stadtrundfahrt, für Ausflüge nach Lantau und ins Spielerparadies Macau. Was Sie während Ihrer traumhaften Flitterwochen aber auf gar keinen Fall versäumen dürfen, ist das unvergessliche Candlelight-Dinner auf einer romantischen Dschunke. Und jetzt kommen natürlich alle Gratulanten und haben wir hier Champagner und wir machen einen Toast auf euer Glück, auf die Liebe und sehr viel Spaß heute Abend auf eurer Hochzeitsparty. Prost! Und meine Damen und Herren, ja, eine Traumhochzeit kommt selten alleine und nächste Woche können Sie wieder Zeuge sein bei RTL Plus. Bis dahin, auf die Liebe, nach! Ja, danke. Thank you.